Hallo, liebe Leute, willkommen zurück zu Warframe, wieder mit Rinderhacken und Horizon zusammen. Moin. Hallo! Und wir sind jetzt gerade im Überleben. Im T3? Ja, T3. Genau. Und der Plan ist, Valkyrie und Necros-Kombo bis zum Umfallen. Denn Valkyrie alleine, da fehlt leider der Drop der Lebenshaltungskapseln. Ja, aber da willst du trotzdem bis Minute 15 oder so das alleine schaffen. Ich habe es tatsächlich, also ich habe T1 genommen, einfach zum Testen, und habe es alleine problemlos durchgeschafft. Das Problem ist, dass teilweise vergisst man einfach auch darauf, die Dinger einzusammeln, da ich halt nicht genug droppe und mich deswegen halt hinstellen muss und immer wieder die Säulen dazu nehmen muss. So, da sind die Drops. Jetzt bitte anfangen mit Ausweiden. Bin schon fleißig dabei. Und das Schöne ist, bei Valkyrie, wenn mir der Schaden einfach mal ausgeht und die Effektivität, kann ich halt auch ihren Kriegsschrei anmachen. Das kann ich auch jetzt schon. Ich glaube, wir haben momentan genug Energie. Und solange du in der Nähe bist zum Energiedroppen, geht das. Und der durch ein Augment wird um 2 Sekunden verlängert, wenn ich jemanden töte. Und bis zum Maximum von, ich glaube, 40 Sekunden. Damit das schneide ich halt einfach durch alles durch. Ich habe mir gerade mal meine privaten Armee beschworen. Sind zwar nur 8 Leute, aber die kämpfen jetzt auf unserer Seite. Stell dir vor, du könntest 8-mal so jemanden wie mich in deiner Privatarmee haben. Ja. Das wäre nicht schlecht, ne? Mein Gott, kostet ein ewig. Ein wenig unfair. Dezent. Ein wenig unfair, wie kommst du denn darauf? Die Valkyrie ja nicht auch super gut im PvP sein? Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Ich habe sie da noch nicht getestet. Ich habe bisher nur einmal PvP getestet, wie man in der letzten Video schon sehen konnte. Und das war ein ziemliches Desaster. Ja, das Hauptziel, was ich mit Valkyrie habe, liebe Zuschauer, ist, ich brauche Gegner. Ich hoffe, dass sie irgendwann mal einen zum Joke, zumindest für einen Tag, aus dem Modus rausbringen, wo einfach nur Gegner vor einem spawnen, bis zum Umfallen. Und man es einfach danach geht, wie lange überlebst du. Keine Wiederbelebung, nichts, einfach nur, wenn du tot bist, bist du raus. Aber der nächste überlebt, kriegt den besten. Das könnte man mit Valkyrie einfach durchgehend machen. Ich würde sagen, komm mal in meine Richtung, weil hier sind gerade überall Gegner. Was ist denn deine Richtung? Das hilft bei solchen Momenten, wenn du einen Wegpunkt setzt, weil den sehe ich dann am deutlichsten. Naja, das ist ja schon wieder vorbei. Du bist ja vorbeigelaufen. Oh. Deswegen danke. Das habe ich ja nicht mehr mitbekommen. Ich glaube aber, wir haben hier gerade einen super Spot erwischt. Na, ja, hier ist gerade gut was los. Jetzt nicht mehr. Doc ja. Einmal kurz da gewesen und die Feinde sind wieder weg. Ups. Entschuldigung. War Absicht. Ah, hör doch auf. Du kreist mich an, so eine gute Ding. Lock der Part Crasher. Oh ja. Ich löse hier jede Party instant auf. Oh. Wie gesagt, uns ist gestern mehrfach passiert, dass uns War begegnet ist. Und einfach innerhalb von wenigen Sekunden war der weg mit dieser Angriffsgeschwindigkeit. Also, sobald wir ihn gefunden hatten, warst du ja auch schon über ihm. Das große Problem war, ich musste die anderen dazu bringen, ihn mit G zu markieren, weil ich sehe in diesem Modus so unheimlich wenig. Einfach vom Aufmerksamkeitsfeld her, das geht gar nicht. Und dann kriege ich halt einfach nicht mit, wo der ist. Aber wenn ich weiß, wo er ist, weil er so leicht zu sehen, der rote Punkt ist, einfach drauf und neben ihm stehen, auf Bauchhöhe zählen und ab dafür. Es macht einen Mordspaß. Ich kann euch nur empfehlen, die auch zu farmen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wo man sie bekommt. Aber sie ist recht leicht auf irgendeinem Planeten von einem Bossgegner zu farmen. Und macht einfach Mordspaß. Ist so leicht, ist sie nicht bei diesem. Auf der Erde, bei diesem Wayhack oder wie auch. Der Typ, wo man nur den Korb treffen kann? Nee, das war irgendwas, was sich recht gut farmen ließ, glaube ich. Also, es war irgendwas, was ich alleine gemacht habe. Und den Typ kann man. Fand ich persönlich zu stressig, um ihn alleine locker zu farmen. Ich hätte fast gesagt, es wäre Alad V, aber der war, glaube ich, Mac. Mac ist der Sergeant. Der Sergeant, okay, dann könnte es sein, dann dürfte es tatsächlich Alad V sein, der sie droppt. Ja, das natürlich ist das Alad V. Denn von der Story her hat Alad V sie damals gefoltert lange Zeit. Das macht Sinn, dass man sie von ihm bekommt. Nein, es kann sein, dass ich jetzt total falsch liege und irgendjemand in den Kommentaren, boah, Doc, du Depp, aber das ist dann auch angemessen. Doktor, am Wegpunkt ist gerade Party. Am Wegpunkt ist Party, das ist was, wo ich was anfangen kann. Oh, hallo Party, hier ist doch gerade nicht.
Okay, und das war's dann schon. Um ehrlich zu sein, habe ich jetzt auch schon größere Partys hier gesehen. Ja, es war eine Mini-Party. Der nervige Teil ist es halt dann, wenn wieder die Nullifier kommen. Die machen halt nicht so viel Spaß. Naja, das dauert den Moment. Ja, ich glaube, das letzte Mal waren wir bei Minute 8 oder sowas, als sie kam. Dreimal Orokin-Zellen. Geht das mal los? Das ist aber gut. Ich habe mich dann, ja. Alter, ich habe jetzt irgendwie damit 30 Stück oder so wieder. Dann hast du ja einen kleinen Buffer drin. Dann kannst du ein paar Beschleuniger bauen. Ja, aber ich hätte jetzt wieder lieber gerne Prime-Teile. Es ist Void-Händler-Zeit. Steht an. Ja, ich will Dinge für den. Außerdem brauche ich immer noch eine Orthos-Klinge. Ich glaube aber nicht, dass ich die hier bekomme. Aber generell ist halt, also wir hatten das gestern zwei Runs hintereinander, ein Prime-Teil oder sowas. Also Runs in Form von volle 20 Minuten. Das war wirklich scheiße, muss man wirklich dazu sagen. Das war nicht mehr feierlich. Aber das war Tier 4, ne? Ja. Ich hab keine Leichen mehr. Gib mir Leichen! Ist ja schon in Arbeit. Hui! Ich hab den Raum schon mal Leichen. Nicht zu zerschneiden. Wenn der Raum leer ist, dann warst du da schon. Nein, das ist einfach nur ein Loot-Raum. Achso. Selbst dann trotzdem, wenn der Raum, wenn es nichts mehr zu looten gibt, dann warst du trotzdem da. Ich habe die Dinge jetzt stehen lassen. Ich wollte jetzt keine Kisten aufmachen. Dafür ist mir meine Zeit und mein Cooldown zu kostbar. Der wird immer um zwei. Ja, das Problem ist, ich habe jetzt seit 10 Sekunden keine Gegner gefunden. Dementsprechend ist der halt gleich erstmal wieder vorbei. Okay. Und der, wenn der ausgeht, verbraucht der Energie. Energie, die ich halt auch brauche, um meine Ulti zu halten. Deswegen muss man immer ein bisschen vorsichtig mit sein, vor allem, weil ich noch keinen Mod drauf habe, der mir meine Energie erhöht. Meine maximale Energie, ich kann nur 150 halten. Da ist es halt nicht allzu viel Polster, was ich da habe. Brauchst du Fluss? Ich habe Fluss, ich muss nur Platz dafür finden, es mit einzubauen. Oh, okay. Wobei ich theoretisch gesehen mit dem Bild dann einfach alles, was Lebenskraft gibt und sowas rausnehmen kann, weil brauche ich ja eh nicht. Das stimmt. Obwohl, wenn dein Ulti einmal ausgeht, durch den Nullifier, dann. Ja, dann haut sie mich ganz schnell zu Boden. Dann lebe ich auf der Tatsache, dass die Dame hier Rüstung hat. Und zwar die höchste im Spiel, sonst hält mir da auch nichts mehr am Leben. Lass den Schild noch drin und hau die HP raus. Umgekehrt, sie hat wesentlich mehr HP als Schild. Also Schild drin lassen würde es sich da absolut nicht lohnen. Und sie hat mehr Rüstung, das HP sowieso bevorteilt halt. Okay, gut. Also, wenn ich mir das angucke, ich habe jetzt 370 Schild und 740 Leben und ich glaube, ich habe für beides meine, soweit ich sie ausgebaut habe, Mods drin. Ist das halt ein eindeutiges Zeichen für, ich gehe für auf Leben. Da waren Gegner. Ich muss euch mal ganz schnell verfolgen. Ja, du hast ja schon wieder keine Leichen mehr, ne? Ja. Aber dann solltest du lieber Doc verfolgen, nicht mich. Naja, die Range ist so hoch, das ist irrelevant. Ja, stimmt auch wieder. Aber ich bin wieder hauptsächlich damit beschäftigt, im Kreis zu rennen und zu schreien? Ja, so stumm. Daran bist du Weltmeister. Ja. Macht mir keiner was vor. Wer hat sich eigentlich Kanoniere ausgedacht? Weiß nicht, ist jemand, der mir mal mehr Gegner wünscht. Aber ich glaube, heute halte ich das nicht mehr als einen Run am Stück aus. Man wird da so bekloppt, wenn man das so lange macht. Die arme Tastatur. Die kann das ab. Die ist da extra darauf ausgelegt, dass sie so etwas aushält. Eher mein armer Finger und mein armer Kopf. Vor allem, weil ich mir jetzt ja nicht mal nebenbei Musik anhaben kann. Weil wir das Ganze ja aufnehmen. Und die Nullifier. Dann probiere, dann date schon mal dafür, dass es Shafi vom Rhino Prime droppt, weil wir gehen nicht eher raus, ehe das droppt. Ah, okay, ich merke schon, wir sitzen hier morgen noch. Ja. Wahrscheinlich in einem Zustand von ihr verreckt die ganze Zeit, wenn ich das einfach immer noch aufrecht halte. Es wurde gerade ein mächtiger Wurf gedroppt, falls du noch niemand. Sei leise. Haben wir doch so gerne. Mod. Wo ich immer noch nicht verstehe, wie dieser Mod seine Daseinsberechtigung hat, ja. falls sie eine hat. Natürlich hat er eine, du kannst Dinge durchwerfen. Ja, aber trotzdem, ich finde alle Wurfwaffen, die mit Nahkampfwurfwaffen. Das ist nicht für Nahkampfwurfwaffen, das ist für Fernkampfwurfwaffen.
Das ist für die Hiku und solche Sachen. Und da ist das durchaus sinnvoll, aber das ist halt, dieses Ding droppt einfach in einer Masse, die nicht mehr feierlich ist. Vielleicht die ganze Zeit für die Halika und wie sie alle heißen, nee, Glaive. Nee, das ist, soweit ich weiß, das ist für Hiku und sowas. Na dann. Wow. Fusionskerne, 3 Stück von den kleinen. Ich hab mich da ja schon oft genug drüber aufgeregt. Ja, dezent häufig. Ja, und womit? Mit Recht. Ja, das stimmt. Schneide kann ich weg von Nullifier, das ist gut. Ja, wir haben jetzt Nullifier. Ja, da war gerade einer. Ich dachte, ich gehe einfach an ihm vorbei und kill die Gegner hinter ihm. Ihr werdet schon irgendwann auftauchen, um euch mit dem zu beschäftigen. Ich habe ihn gerade mitgenommen. Alleine schon deswegen, weil ich ihn jetzt beschweren werde. Hat der irgendeinen Sinn auf unserer Seite? Ja. Ein dickes Schutzschild. Ach so, genau. Das hält ja auch Schüsse ab, ne? Ja. Naja, okay, das interessiert den Doc nicht, er ist unverwundbar. Ja, aber das ist für euch vielleicht ganz sinnvoll, gerade für dich, wenn du mal wieder in der Situation bist, weil ich brauche einen Moment Ruhe, weil ich keine Lebenspunkte mehr habe. Ja. Ich bin der Nikos, ich habe keine Lebenspunkte. Da ist der nächste Nullifier, verdammte Axt aber auch. In diesen bin ich voll reingerannt. Ja, und ich war gerade so intelligent, der Winter auf ihn drauf zu schießen und dann das Cell explodieren zu lassen, während das zurückbounste. Ich glaube, der kritische Teil ist, wer das zurückbounste. Ja. Aber ich glaube, ich wäre auch einer von den Menschen, die es immer schaffen würden, sich selbst mit irgendwelchen Explosivsachen, fuck, ich hatte ihn fast das Schild weggehauen, bevor er mein Ulti wieder weggesäbelt hat, die sich selbst mit welchem Explosivwurfgeschossen die ganze Zeit umbringen. Das kann ich, glaube ich, auch, wenn ich den Mod dafür irgendwann habe. Wollen wir hier nicht mehr irgendwann schon mal am Anfang? Wirklich? Ja, ich glaube, wir sind wieder im Startraum ausgekommen. Ich lasse gerade meine Privatarmee gegen den Rest der Welt an den Start fahren. Laser werden auch nicht meine, wird auch nicht mein Freund. Falcon hat natürlich noch genau meine Ulti wieder mitgenommen. Ich hab ihn erledigt. Sehr schön. Ich hab 2 Bäume auf unserer Seite. Wir sind unsterblich. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, diesmal hast du gedacht. Ja. Nicht so wie letztes Mal. Aha. Ich bin auf einmal schon wieder am Boden. Oh ja. Es war lustig. Es war einfach mal Classic. Das ist die nächste Liebehorn. Ich sollte mal aufhören, mein eigenes Ding durchziehen, einfach mal euch folgen. Richtig. Oh, ich glaube, einfach hinter dem laufenden Berg aus Messern herrennen. Wichtig ist immer auf der Seite sein, wo die Messer nicht zuschlagen. Das könnte sonst wehtun. Lass uns rein. Kriegst du da hinten noch was von meinem Loot ab, dann bleib ich hier nämlich stehen. Keine Ahnung, ich versuche gerade das Schild von dem Nullifier kaputt zu hauen, ohne reinzurennen. Gut, dann... Sehr schön, doch einfach. Jetzt kann ich ihn hoffentlich gleich... Ja, sehr gut, hab ihn weg. Ach, da stehst du. Aber die Räume, in denen wir sonst sind, die waren irgendwie... Lustiger. Wir sind die Gegner mal verteilt. Daherlatschen. Ich kann mich hier in die Mitte des Raums stellen und einfach alles looten, während Doc alles platt macht. Das ist eigentlich ganz praktisch. Vor allem landen wir auch in einem Raum. Das bedeutet mehr Lebenserhaltung. Wir haben immer noch keins von den Teilen benutzt, ne? Ja, deswegen. Deswegen haben wir volle 8 und es wird auch nichts mehr gedroppt, leider. Das wäre zu easy. Ja, 20%, oder? Ja. 1% pro Sekunde. Mit 8 Stück bis 20% bist du schon bei, was sind das, 2,5 Minuten, was du gesagt hast? Ja. Ja, 2,5. Ist doch.
Das einzige Problem ist, du kannst halt nicht alles auf Vorrat aufladen. Stell dir vor, du könntest irgendwie so für 500% ansammeln. Ja, abgesehen davon, dass wir da schon längst wären, würdest du dann einfach einmal aufladen und dann einfach irgendwie hinter dich an eine Stelle stellen, wo dir nichts passieren kann für die letzten 5 Minuten der Runde und dann einfach nochmal mehr mitnehmen, weil es geht. Ja, oder nach einfach wegrennen. Ja, es gibt ja sicherlich Stellen, wo du dich hinstellen kannst, wo dir nichts passiert. Und da wartest du dann halt einfach ab. Das ist ja richtig verbannt. Doc, weißt du, was richtig böse ist? Wenn ich jetzt von meiner Energiefarbe gelb drin hätte. Hat nämlich ein Kumpel von mir und der hat mich total irritiert. Der hat einen Nullifier beschworen und der hatte genau die gleiche Bubble wie die hier. Du kannst dir die Verführung vorstellen. Ja, wie man dafür ganz schnell dafür sorgt, dass man keine Freunde mehr hat. Ja. Ich hab ihn schon 500 Mal gesagt, er soll die Energie ändern. Er vergisst es immer wieder. Spaß daran. Ja, ich glaube auch. Was haben wir eigentlich gerade gedroppt? Kann einer nachgucken? Ja, 3 Fusionskerne selber noch. Schon wieder? Ja. Zweimal hintereinander? Ernsthaft? Ja, scheiße. Ja. Wow, das war eine B-Rotation, ey. Naja, man soll es nicht übertreiben, ne? Ja, aber ganz ehrlich, für B und C sollte sowas eigentlich nicht ankommen. Dafür, dass wir uns die Mühe gemacht haben, hier 15 Minuten lang rumzurennen, dann kriegen wir 3 silberne Fusionskerne. Nicht mal goldene, ey. Wow, ist das lame. Wenn wir jetzt gleich noch ein vernünftiges Primetime kriegen, dann ist das vielleicht eine Entschädigung, aber... Und dann kriegen wir gleich eine Formablaupause. Fatale Anziehung, Djinn. Langweilig. Über Formablaupausen freue ich mich sei momentan immer noch. Wenn du dafür sorgst, dass wir gleich eine Formablaupause bekommen, ne, dann setze ich Valkyrie hinter deinem Schreibtischstuhl ab. Oh ja. Und ich beschwöre mal den Forst und gehe dich mal ein. Ich habe jetzt keine Freunde gemacht, ne? Nein. Nicht, wenn du dafür sorgst, dass wir statt sinnvollem Loot Formablaupausen bekommen. Ich habe dir die 2 vorgelesen vorher. Ich habe 29 Blaupausen rumliegen. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Bauen. Ja, aber es sind nur 20 Stück. Das heißt, ich bin einen Monat beschäftigt. Ja, du musst aber auch bedenken, du brauchst die für deine ganzen Waffen auch. Sowohl für Craften von mehr Waffen, als auch für die Waffen, die du verwenden willst und deswegen formst oder in Frames. Ja, natürlich. Und man braucht sie auch noch für Skin-Zeug, für das Foto. Für die Räume bauen. Das weiß ich nicht. Das haben wir letztens festgestellt. Ich glaube, es wäre auch kein Problem, wäre euer Clan nicht so aus 4 Leuten steht. Ja. Obwohl, ihr habt ja auch schon ein relativ schönes Dojo. Wobei da, glaube ich, dazu kommt zum Beispiel, was Forschung angeht, mit 4 Leuten forscht ihr einfacher als mit mehr Leuten, weil quasi pro Spieleranzahl die Forschung, glaube ich, länger dauert. So wie ich das verstanden habe. Und dann die Spieler quasi dafür beisteuern können, dass es schneller wird. Wenn sie es nicht tun, also bei großen Clans ist das Problem, sind ganz viele Leute dabei, die einfach nichts beisteuern, dann dauert Forschung halt immer ewig, wenn neue Sachen rauskommen. Naja, wir wollen uns mal in Allianz anschließen, ansonsten warte ich immer auf euch, wenn ich abends zocken will. Das ist dann doof. Ja, vor allem, weil du irgendwie 2 Stunden früher von Arbeit zu Hause bist als ich. Ja. Ah, schon wieder in Alifier, ey. Krasser ist. Wir können uns übrigens gleich schon anfangen, Richtung Ausgangsraum zu bewegen. Wir haben genug Lebenserhaltung da. Das ist aber nicht dein komischer Phönix da, ne? Was? Doch, mein Phönix ist da. Okay, diesmal... Ja, jetzt hat er ihn, ich sehe ihn nicht. Interessant. Wie sieht denn der aus, sagen wir mal so? Ja, es ist halt ein Phönix, es ist ein kleines, geflügeltes Ding mit so Flugwellen daneben. Direkt neben meinem Berserker. Berserker hatte ich gerade, komischerweise. Ach so, nee, ich hab ja mein Schwert, stimmt, ja, da ist ja Berserker drauf. Hält sich das vielleicht sogar in der Gruppe? Berserker glaube ich nicht. Dann wäre es ja noch. Also bei mir, immer wenn Doc Viecher killt, dann steigt das bei mir wieder an. Interessant. Hat er gerade was von seinem Kriegsschwert abkommen? Ja, Berserker 60% kam gerade.
neue. 75 bei mir. Ethereum. 100% Leser, ich glaub's ja. Ja, ich bin schon mal im Ausgangsraum, ne? Ja. Bo Prime Blaupause, okay, das ist für mich wenigstens eine Neuerung. Hab ich auch noch nicht. Ich geh nochmal 40 Minuten. Mein Arm, ey, boah, Gott. Wenn ich das jemals länger als 20 Minuten will, brauche ich echt einen Autoklicker dafür. Aber es ist unglaublich. Neue Fusionskerne, ich glaub's, ey, Mann, ey. Wenigstens sehen wir es von der guten Seite, wir müssen Horizon nicht umbringen. Wir haben keinen Former bekommen. Ja, das stimmt. Ich darf leben! Juhu! Gut. Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, ich mach jetzt erstmal die Aufnahme aus und muss meinen Arm ein bisschen ausschütteln. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut.